Hallo zusammen, es ist eine lustige Runde hier und ist mein erster Vortrag sogar. Ich hoffe, dass ich das so gut hinkriege, wie ich es jedenfalls in der Probe gemacht habe. Wenn ihr gleich klatschen wollt, ist es schwierig mit den Pommesfingern, aber ihr schafft das natürlich schon. So, bevor ich anfange, möchte ich ganz kurz noch was sagen, was ich unglaublich finde, aber es ist mir erst letzte Woche wieder begegnet, deswegen muss ich das kurz wenigstens einmal anreißen. Der Vortrag soll nicht länger als 45 Minuten dauern, wir machen danach eine lustige kleine Fragerunde, wie lange die auch dann immer dauert. Aber ich muss, bevor ich anfange, noch eine Sache zumindest kurz ansprechen. Ich habe festgestellt, dass es anscheinend bei manchen Leuten, sobald man das Wort Moral in den Mund nimmt, zu einer gewissen Abwehrreaktion kommt. So nach dem Motto, ne, geh mir weg mit Moral. Weil der Vortrag heute Abend heißt ja, warum die Freiheit ohne Ayn Rands Ethik keine Chance hat. Und bei manchen Leuten scheint es so zu sein, dass wenn man den Begriff Moral in den Mund nimmt, denken Leute irgendwie automatisch an, weiß ich nicht, kein Sex vor der Ehe und kein Fleisch an Karfreitag oder so. Mit anderen Worten, die denken, ich kann das auch nicht glauben, aber das ist anscheinend eine verbreitete Reaktion. Mit anderen Worten, das ist so ähnlich, als würde man sagen, ich hatte mal einen Fiat und das war die letzte Schrottkarre, deswegen kaufe ich mir nie wieder ein Auto. Ja, mit anderen Worten, man verwechselt eine bestimmte Auffassung von Moral mit dem Thema an sich, ohne zu sehen, aber es gibt völlig verschiedene Auffassungen von Moral, was gut und richtig ist. Wenn jemand heute Abend hier unter dieser Abwehrreaktion leidet, dann möchte ich Sie bitten, die heute Abend abzulegen, weil das ist nicht das Thema Moral, heißt nicht keine Arbeit am Sabbat oder so. Das ist eine Auffassung von Moral, aber damit ist das Thema Moral ja nicht abschließend behandelt. So, gut. Das Thema heute Abend ist also, warum die Freiheit ohne Ayn Rands Ethik keine Chance hat. Ich glaube, wir sind uns alle darüber einig, dass Freiheit gut ist. Ich glaube nicht, dass ich das heute Abend erklären muss. Ich halte das für unseren gemeinsamen Bezugsrahmen, dass Freiheit gut ist, dass eine freie Gesellschaft gut ist, dass Meinungsfreiheit gut ist, dass freie Marktwirtschaft gut ist, dass Laissez-faire gut ist. Das halte ich heute Abend einfach mal für unseren gemeinsamen Bezugsrahmen. Freiheit ist gut und sie funktioniert. Und die Daten sind ein für alle Mal da. Das kann man statistisch belegen, noch und nöcher. Es gibt für einen ehrlichen Beobachter keine zwei Meinungen darüber. Sehen Sie sich an, was Sie wollen. Lebenserwartung ist in freien Ländern höher als in Diktaturen beispielsweise. Gesundheit der Menschen ist besser in freien Gesellschaften als in Diktaturen. Glück, wie man das auch immer messen mag, all diese Daten liegen vor, die kann jeder sehen. Jeder, der eine Zeitung in den letzten 20 Jahren mal gelesen hat, der kann das sehen. Eigentlich müsste die Diskussion darüber beendet sein. Freiheit ist gut. Die Daten liegen ein für alle Mal vor. Und trotzdem stirbt die Freiheit. Jedes Jahr geben wir ein bisschen mehr von unserer Freiheit ab. Sie rinnt uns zwischen den Fingern durch. Und warum ist das so? Nehmen Sie Beispiele. Vorratsdatenspeicherung, Mindestlohn, Kontoabfragen durchs Finanzamt, Bargeldverbot wird diskutiert. Warum ist das so? Warum verlieren wir? Und machen Sie sich nichts vor. Wir sind die Verlierer. Jedes Jahr geht ein bisschen mehr Freiheit drauf. Und das ist doch seltsam, weil der Sozialismus ist tausendfach ausprobiert worden. In jeder Variante, die Sie nur wollen. Jugoslawien, DDR, Sowjetunion, Nordkorea. Oder als neuestes Beispiel Venezuela, ein Land, was bei einem Ölpreis von 100 Dollar nicht schafft, Klopapier zu haben. Und bei einem Ölpreis von 30 Dollar
mit leeren Supermärkten dasteht und versuchen sich vorzustellen, was das für ihr Leben bedeuten würde, wenn es im Supermarkt keine Lebensmittel mehr gibt. Und warum ist das so? Die Freiheit ist gut und funktioniert und jede Generation wählt sich wieder irgendwo in den Sozialismus. Was ist die Anziehungskraft des Sozialismus? Das ist eine wirklich wichtige Frage, weil unser Leben hängt davon ab und das Leben unserer Kinder wird davon abhängen. In was für einer Gesellschaft werden die mal aufwachsen, wenn der Trend so weitergeht, wie er weitergeht? Was ist die Anziehungskraft des Sozialismus? Sind die Menschen einfach dumm? Haben die Sozialisten bessere Rhetoriktrainer? Wenn die von den Sozialisten einfach reingelegt? Und wenn ja, warum schaffen wir es dann nicht, die Menschen mal mit ein paar freiheitlichen Ideen reinzulegen? Warum funktioniert das anscheinend nicht? Es ist eine wirklich wichtige Frage, wie ich finde. Wenn Sie sich mal die Mühe machen, irgendeine Fernsehdiskussion anzusehen, dann fällt Ihnen vielleicht auf, dass kein Sozialist heutzutage argumentiert, ja, aber den Menschen ging es ja im Sozialismus finanziell und wirtschaftlich besser. Ich meine, der Zug ist abgefahren. Keiner argumentiert das. Das ist zu absurd. Und den Menschen ist das irgendwie klar. Dieses Argument hört man nicht. Das einzige Argument, was die Sozialisten, so nenne ich sie heute einfach mal als Familie, das einzige Argument, was die Sozialisten noch vorbringen können, und das ist das einzige Argument, was bei denen immer unterm Strich steht, das einzige Argument der Sozialisten läuft hinaus auf, ja, aber die Armen und die Schwachen, was ist denn mit denen? Wir müssen uns doch um die Armen und die Arbeitslosen kümmern, deren Interessen kommen doch an erster Stelle. Was ist mit den zu kurz gekommenen? Was ist mit den Kindern, mit den Alten, mit den Kaputten? Ich weiß es nicht. Das ist das Argument, das einzige Argument der Sozialisten. Die Armen und Schwachen kommen zuerst. Nicht ihre persönlichen, egoistischen, eigennützigen Interessen sind doch von Belang. An erster Stelle kommt das Interesse der Armen und der Schwachen. Ich meine, sind wir uns doch alle einig, oder nicht, sagen die Sozialisten. So, mit anderen Worten, es ist kein wirtschaftliches, es ist kein finanzielles Argument, es ist ein moralisches Argument. Und es gibt eine Moraltheorie, die genau das besagt, dass die Armen und Schwachen und Zurückgebliebenen, die zu kurz gekommenen, deren Interessen kommen an erster Stelle. Wie heißt diese Moraltheorie? Irgendjemand? Altruismus. Altruismus, genau. Das ist die formelle Theorie, die dem Ganzen zugrunde liegt. Altruismus. Altruismus kommt vom lateinischen Wort alter. Das heißt, ich weiß nicht genau, der andere oder die anderen. Der Altruismus sagt das. Die Armen und Schwachen kommen zuerst. Was ist jetzt Altruismus genau? Ich möchte, dass Sie sich diesen einen Punkt heute merken. Genau genommen werde ich mich krumm legen heute Abend, damit Sie diesen Punkt verstehen, diesen einen einzigen Punkt. Altruismus sagt nicht, und ich unterstreiche das so deutlich, wie ich nur kann, der Altruismus sagt nicht, seien Sie freundlich zu Ihren Mitmenschen. Das ist keine Moralphilosophie, das ist ein Spruch aus dem Glückskeks. Altruismus sagt nicht, halten Sie einer Frau mit schweren Einkaufstaschen die Tür auf. Altruismus sagt nicht, helfen Sie jemandem hoch, der hingefallen ist. Der Altruismus sagt, und das ist die formelle Theorie des Altruismus, der Altruismus sagt, deine Interessen sind ohne Belang. Die Interessen anderer kommen an erster Stelle. Selbstlosigkeit ist das, was der Altruismus predigt. Er sagt nicht, werden Sie glücklich und machen Sie was aus Ihrem Leben. Der Altruismus sagt, geben Sie Ihre Werte auf, Ihre Interessen sind ohne Belang. Das ist die Theorie des Altruismus. Nicht, seien Sie nett und freundlich zu Ihren Mitmenschen. Der Altruismus sagt, Ihre Interessen müssen Sie aufgeben.
paar Käsespätzle? Mit anderen Worten, der Altruismus sagt, gib deine Werte auf. Deine Interessen und dein Glück sind für Altruisten uninteressant. Der Altruismus sagt, opfere deine Interessen, opfere deine Werte, wie auch immer sie aussehen mögen. Das ist die Theorie des Altruismus. Und Ayn Rand macht die Frage ziemlich klar. Ich zitiere Ayn Rand hier. Zitat. Verstecken Sie sich nicht hinter solchen Oberflächlichkeiten, ob Sie einem Bettler einen Groschen geben sollten oder nicht. Das ist nicht die Frage. Die Frage lautet, ob Sie das Recht auf Leben haben, ohne ihm diesen Groschen zu geben. Die Frage lautet, ob Sie Ihr Leben Groschen für Groschen von ihm abkaufen müssen, von jedem Bettler, den es einfällt, an Sie heranzutreten. Die Frage lautet, ob die Bedürftigkeit anderer der erste Schuldschein auf Ihr Leben und der moralische Zweck Ihrer Existenz ist. Die Frage lautet, ob der Mensch ein Opfertier ist. Jeder Mensch mit Selbstachtung wird sagen, nein. Der Altruismus sagt, ja. Zitat Ende. Jetzt sagen Sie natürlich, vielleicht, ja, das ist wieder Ayn Rand, übertreibt wieder maßlos. Kein angesehener Intellektueller predigt doch so eine Theorie. Das ist einfach zu absurd. Wie kommt man dazu, sowas zu behaupten? Ich weiß nicht, ich habe ein paar Zitate mitgebracht von einflussreichen Philosophen. Kennt jemand einen einflussreichen deutschen Philosophen? Kant. Sehr schön, Dankeschön für den Zwischenruf. So, hier ist Immanuel Kant. Ich habe Kants Zitate ein bisschen eingekürzt, weil Kant schreibt Sätze, die sind so lang. So, hier kommt Immanuel Kant. Kant sagt, viele verschiedene falsche ethische Theorien seien vorgebracht worden, aber, Zitat, das Prinzip der eigenen Glückseligkeit ist am meisten verwerflich. Nicht bloß deswegen, weil es falsch ist, sondern weil es der Sittlichkeit Triebfedern unterlegt, die sie eher untergraben und ihre ganze Erhabenheit zernichten. Zitat Ende, aus Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Mit anderen Worten, ihr eigenes Glück ist nicht nur falsch, sondern es ist verwerflich. Noch ein Zitat von Kant. Kant sagt, der Gutwillige achtet die Gesetze der Moral, Zitat, ohne irgendeinen anderen dadurch zu erreichenden Zweck oder Vorteil. Mit anderen Worten, die Tatsache, dass sie einen Vorteil aus einer Handlung ziehen, macht sie unmoralisch. Nochmal Kant. Er sagt, Selbstliebe ist, Zitat, diese Bosheit des menschlichen Herzens, die mit seelenverderbenden Grundsätzen die moralische Gesinnung insgeheim untergräbt. Zitat Ende. Das ist aus Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. Kant sagt, ein moralisches Leben könne das Glück, Zitat, sogar unter Null herabsetzen. Aber im Vergleich zum Gefühl von moralischem Wert sei der eines angenehmen oder unangenehmen Zustandes für nichts zu halten. Mit anderen Worten, Zitat Ende, mit anderen Worten, ob es Ihnen gut geht oder schlecht, hat mit Moral überhaupt nichts zu tun. Jemand anders hier, wie ist es mit Hegel? Hat er vielleicht eine andere Meinung? Hegel, Zitat, das edelmütige Bewusstsein verhält sich negativ gegen seine eigenen Zwecke und lässt sie verschwinden. Die wahre Aufopferung des Für-sich-Seins ist daher allein die, worin es sich so vollkommen als im Tode hingibt. Zitat Ende. Mit anderen Worten, wenn das Deutsch wäre, würde es bedeuten, Sie müssen Ihr Leben hingeben, dann haben Sie einen moralischen Wert. Hallo, hier ist der Bringer, Johann Gottlieb Fichte. Zitat, wer auch nur überhaupt an sich als Person denkt und irgendein Leben und Sein und irgendeinen Selbstgenuss begehrt, ist dennoch nur ein gemeiner, kleiner, schlechter und dabei unseliger Mensch. Zitat Ende. Ich meine, hier ist ein Philosoph, von dem ich vorher noch nie gehört hatte, aber ich habe ein bisschen recherchiert. Über diesen, von dem Mann hatte ich noch nie gehört, ein gewisser Jesus von Nazareth. Liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, die euch so beleidigen und verfolgen.
Wenn jemand dir schadet, vergib ihm 70 mal 7 mal. Schlägt dir jemand auf die linke Wange, biet ihm auch die andere dar. Wenn dir deinen Rock stiehlt, dem lass auch deinen Mantel. Wer dir eine Meile weit zu weit gehen nötigt, gehe mit ihm zwei und so weiter und so weiter. Okay, mögen Sie sagen, ja, diese Leute sind ja nun schon alle längst tot und das hat ja mit unserer heutigen Zeit überhaupt nichts zu tun. Hier ist ein aktuelleres Zitat, ein gewisser Barack Obama. Zitat: Alle werden Opfer bringen müssen und alle werden geschoren werden und wir sind bereit, das durchzuführen. Zitat Ende. Was glauben Sie, von wem das hier ist? Zitat: Der Wunsch und die Eigensucht des Einzelnen muss als nichts erscheinen und sich zu beugen haben. Ein Mensch muss auf die Vertretung seiner persönlichen Meinung und seiner Interessen verzichten und beides zugunsten einer Mehrzahl von Menschen opfern. Zitat Ende. Ein gewisser Adolf Hitler hat das gesagt. Okay, mögen Sie sagen, okay, jetzt hat der Mann sich Leute rausgesucht, die sowieso nicht aus unserem Lager sind. Das ist natürlich einfach. Okay, wie ist es mit einem gewissen Adam Smith, der mit dem Wohlstand der Nation, der Vorkämpfer für Laissez-faire. Hier ist Adam Smith. Zitat: Der weise und tugendhafte Mensch ist jederzeit bereit, seine eigenen privaten Interessen für das Allgemeinwohl seiner jeweiligen Ordnung oder Gesellschaft zu opfern. Er ist auch zu jeder Zeit bereit, die Interessen dieser Ordnung oder Gesellschaft für die Interessen des Staates oder der Herrschaft zu opfern, von denen er nur ein untergeordneter Teil ist. Er sollte daher ebenso willens sein, all diese untergeordneten Interessen zugunsten der größeren Interessen zu opfern. Zitat Ende. Das ist The Theory of Moral Sentiments. Und ich glaube, man muss sagen, es ist links und rechts und vorne und hinten. Es ist überall. Und ich glaube, dass ich nicht groß erklären muss, dass unter einer solchen Ethik der Kapitalismus natürlich von vornherein ausscheidet. Weil Kapitalismus sagt nicht, Kapitalismus sagt, mach was aus deinem Leben. Werde glücklich, habe Erfolg. Der Kapitalismus sagt nicht, kasteile das Fleisch und geh in die Wüste. Der Kapitalismus sagt, Fortschritt ist gut, mach was aus deinem Leben. Und wenn man die Sozialisten bekämpfen will, und Faschisten und Kollektivisten aller Art, dann muss man den Altruismus bekämpfen. Weil das ist ihr einziges Argument. Und wenn man es nicht schafft, dieses Argument zu widerlegen, da hat man keine Chance. Das versuchen wir seit 150 Jahren. Und es ist unsinnig, was immer wieder zu versuchen und andere Ergebnisse zu erwarten. Warum soll der Mensch also Opfer bringen? Warum ist das das Gute, meine Damen und Herren? Hier ist ein Zitat von Ayn Rand. Weshalb ist es moralisch, dem Glück anderer zu dienen, nicht aber eurem eigenen? Wenn Vergnügen ein Wert ist, weshalb ist das Vergnügen anderer moralisch, eures aber unmoralisch? Wenn das Essen eines Kuchens ein Wert ist, weshalb gilt es als unmoralische Völlerei, ihn selbst zu verzehren, aber als moralisch erstrebenswert, den Magen anderer damit zu füllen? Weshalb sind eure eigenen Wünsche unmoralisch, diejenigen anderer aber moralisch? Weshalb ist es unmoralisch, einen Wert zu produzieren und ihn zu behalten, aber moralisch ihn zu verschenken? Und wenn es unmoralisch ist, einen Wert zu behalten, weshalb ist es dann moralisch, wenn andere ihn annehmen? Wenn ihr selbstlos und tugendhaft seid, wenn ihr ihn verschenkt, sind dann die anderen nicht egoistisch und lasterhaft, wenn sie ihn annehmen? Besteht Tugend darin, das Laster zu unterstützen? Besteht der moralische Zweck der Guten darin, sich zugunsten der Bösen aufzuopfern? Zitat Ende. Und das ist eine wirklich gute Frage, weil keiner dieser Philosophen hat jemals eine rationale, weltliche Antwort auf die Frage gegeben, warum soll man das tun? Aber wie sähe nun eine Alternative aus? Ist die Alternative zum Altruismus Scheiß auf andere Menschen, opfere andere Menschen für dich selbst? Ist das die Alternative? Oder ist die Alternative, jeder tut, wonach ihm gerade so ist? Mit anderen Worten, totaler Subjektivismus. Ist die Alternative zu Altruismus töten oder getötet werden?
Wie würde eine Alternative aussehen? Die Philosophen sagen seit ungefähr 500 Jahren, seit der Renaissance, dass man keine wissenschaftlich begründbare, rationale Ethik aufstellen könne. Sie sagen, Wissenschaft bedeutet, sich die Tatsachen anzusehen, wie sie sind und nicht, wie man sie gerne hätte. Aber Ethik besteht daraus, dem Menschen zu sagen, was er tun sollte. Ein Physiker sieht sich die Tatsachen an, wie sie sind und nicht, wie er sie gerne hätte. Und wie kann man jetzt aus dem, was ist, ableiten, das, was sein sollte? Vielleicht sehen wir uns einfach mal ein paar Tatsachen der Wirklichkeit an und gucken mal, wie man eine Ethik daraus ableiten kann, weil genau das ist das, was Ayn Rand getan hat. Was ist überhaupt Ethik? Bevor wir darüber sprechen, müssen wir zumindest ganz kurz wissen, worüber wir reden. Ethik oder Moral, ich benutze die beiden Begriffe als Synonyme heute Abend. Ethik ist ein Wertekanon, der einem sagt, tue dies, das ist das Gute, verfolge es. Das ist ein Wert, danach sollst du streben. Und zwar natürlich angesichts einer Alternative. Denn Werte, und das ist das, was Ethik einem sagt, das ist ein bestimmter Wert, danach solltest du suchen, das solltest du tun, um den zu erreichen. Werte kommen natürlich nur in dem Zusammenhang von Lebewesen auf. Ja, der Tisch hier, der verfolgt keine Werte, dem ist es völlig egal, was mit ihm passiert. Nur Lebewesen suchen nach Werten. Pflanzen wachsen dem Licht entgegen, Tiere suchen Nahrung und so weiter. Aber Tiere brauchen keine Ethik, weil Tiere haben keine Alternative in ihrer Handlung. Sie könnten unserer Katze nicht sagen, unsere Katze stellt sich die Frage nicht, was soll ich aus meinem Leben machen? Unsere Katze sagt, ich weiß nicht, was du meinst, ich esse was, dann lege ich mich 12 Stunden hin und dann esse ich wieder was. So, Katzen und Tiere brauchen keine Ethik. Die handeln so, wie sie instinktiv handeln, fertig. Und haben keine Alternative in ihrer Vorgehensweise. Unserer Katze kann man nicht sagen, lass das mal sein mit deinem Jagdinstinkt, das ist blöde. Unsere Katze hat keine Alternative dazu, weil sie instinktiv weiß, was für sie gut und richtig ist. Und was ist der Maßstab für die Handlung, um jetzt mal unsere Katze als Beispiel zu nehmen? Was ist der Maßstab für ihre Handlung? Ihr Überleben. Und das ist für jedes automatisch handelnde Lebewesen, ist es ihr Maßstab. Ihr handelt dementsprechend, um ihr Leben zu erhalten. Das ist ihr Maßstab. Das ist für diesen Organismus das, was das Gute ist. Aber die Menschen stellen sich solche Fragen. Die Menschen stellen sich Fragen wie, was soll ich aus meinem Leben machen? Was soll ich tun? Hier ist ein Konflikt, wie soll ich mich verhalten? Die Menschen stellen sich solche Fragen. Und das ist das, was uns von den Tieren unterscheidet, nämlich die Tatsache, dass wir als Menschen nicht über angeborenes Wissen verfügen. Wir haben keine Instinkte, die uns sagen, was für uns gut und richtig ist. Wir brauchen auch, um zu überleben, bestimmte Werte. Sehen Sie sich um. Wir brauchen Nahrung, Kleidung, Unterkunft, medizinisches Wissen, Wissen über Chemie, Physik, was Sie wollen. Aber die Natur gibt uns dieses Wissen nicht automatisch mit. Wir kriegen dieses Wissen, das wir zum Überleben brauchen, nicht auf die Festplatte geschrieben. Aber ein Organismus wie der Mensch, der nicht automatisch weiß, was wahr oder unwahr ist. Er kann nicht automatisch wissen, was für ihn richtig oder falsch ist, was für ihn gut oder böse ist. Und deswegen, meine Damen und Herren, braucht der Mensch einen Moralkodex. Und deswegen brauchen Sie einen Moralkodex. Aufgrund der Tatsache, dass Sie als Mensch nicht automatisch wissen, was Sie für Ihr Überleben brauchen und wie Sie es bekommen können. Und das ist die Aufgabe der Ethik, Ihnen genau das zu sagen. Aber dieses Wissen, das wir zum Überleben brauchen, das erwirbt der Mensch nicht dadurch, dass er einfach nur da sitzt und wartet, das Wissen möge über ihn kommen. Der Mensch erwirbt dieses Wissen durch die Vernunft. Das ist
die einzige Möglichkeit. Zaubersprüche helfen da nicht. Für den Mensch ist die Vernunft seine Überlebensgrundlage. Noch ein Zitat von Ayn Rand. Zitat. Für den Menschen ist die Überlebensgrundlage der Verstand. Der Mensch kann nicht wie ein Tier durch die Leitung bloßer Wahrnehmungen überleben. Das Gefühl von Hunger wird ihm sagen, dass er Nahrung benötigt, doch es wird ihm nicht sagen, wie er seine Nahrung erlangen kann oder welche Nahrung gut oder giftig für ihn ist. Ohne einen Denkprozess kann er nicht einmal seine simpelsten physischen Bedürfnisse befriedigen. Er braucht einen Denkprozess, um zu entdecken, wie man pflanzt und sein Essen anbaut oder wie man Waffen für die Jagd herstellt. Seine Wahrnehmung führt ihn vielleicht zu einer Höhle, wenn es eine gibt. Doch um den simpelsten Unterschlupf zu bauen, braucht er einen Denkprozess. Weder Wahrnehmungen noch Instinkte werden ihm sagen, wie man Feuer macht, Stoff webt, Werkzeuge schmiedet, ein Rad oder ein Flugzeug baut, eine Blinddarmoperation durchführt, eine elektrische Glühbirne oder einen Teilchenbeschleuniger baut oder eine Schachtel Streichhölzer produziert. Und doch hängt sein Leben von solchem Wissen ab. Und nur ein willentlicher Akt seines Bewusstseins, ein Denkprozess, kann das leisten. Zitat Ende. Ich glaube, dass man daher ziemlich einfach sehen kann, dass es bizarr ist, zu sagen, der Mensch könne sich, um sein Überleben zu sichern, irgendwie verhalten. Es macht für den Menschen keinen Unterschied, ob er vom Hochhausdach springt oder es sein lässt. Ob der Mensch seinen Verstand benutzt oder ihn kaputt macht. Ob der Mensch Sand isst oder Doppelpommes eine Curryfrikadelle. Das ist absurd zu behaupten, dass es für den Menschen keinen Unterschied macht. Dass es keine objektiven Werte für den Menschen gäbe. Wir sind ein Organismus mit einer bestimmten Natur. Und diese Natur bestimmt, was wir tun sollten. Nehmen Sie an, Sie müssten eine Ethik für Hunde aufstellen. Das ist sinnlos, das geht nicht. Aber nur mal angenommen, man müsste das machen. Dann müssten Sie sich doch zuerst ansehen, mit was für einer Art von Organismus haben wir es hier zu tun. Wenn Sie eine Ethik für Hunde aufstellen sollten, dann müsste die ungefähr lauten: der Nase nach. Das ist deine Überlebensgrundlage. Handle entsprechend, alles andere kann nur schief gehen. Und deswegen muss eine Ethik für den Menschen irgendwie so lauten: du sollst denken. Das ist deine Natur. Handle dementsprechend. Alles andere führt nur zu einer Katastrophe. Nichts anderes kann funktionieren. Deswegen sagt Ayn Rand: für Ayn Rand ist daher der Maßstab der Ethik das menschliche Leben. Der Maßstab der Ethik ist das menschliche Leben. Und das Ziel der Ethik ist ihr persönliches Glück. Das sollte das Ziel ihrer Handlungen sein. Den Unterschied zwischen Maßstab und Ziel kann ich vielleicht nachher noch eingehen. So, ich hoffe, dass Sie jetzt einen ungefähren Eindruck bekommen haben, wie Ayn Rand auf die Idee kommt, dass man sehr wohl aus Tatsachen der Wirklichkeit einen Moralkodex ableiten kann. Ich kann heute Abend in einer Dreiviertelstunde natürlich nicht detailliert auf jede Idee in Ayn Rands Moralkodex eingehen. Dafür müssten wir 4 oder 5 Stunden hier sitzen und ich glaube nicht, dass Sie das möchten. Ja, nächstes Mal, sehr schön. Oder wenn doch, dann müssen wir noch was zu essen bestellen. So, warum sagt Ayn Rand hier nun in diesem neu erschienenen Buch, was wir heute zu einem Sonderpreis verkaufen, warum sagt Ayn Rand nun, dass der Mensch egoistisch sein sollte? Warum sagt Ayn Rand, dass Egoismus das Gute ist? Zitat von Ayn Rand. Zitat: im allgemeinen Sprachgebrauch ist das Wort Egoismus ein Synonym für das Böse. Es beschwört das Bild eines blutrünstigen Unmenschen herauf, der über Leichen geht, um sein Ziel zu erreichen. Eines Untiers, das sich um kein Lebewesen schert und nur die Befriedigung der eigenen hirnlosen momentanen Launen im Sinn hat. Doch die exakte Bedeutung und Definition des Wortes Egoismus lautet: Beschäftigung mit den eigenen Interessen.
Beschäftigung mit den eigenen Interessen. Dieser Begriff enthält keine moralische Wertung. Er sagt uns weder, ob die Beschäftigung mit den eigenen Interessen gut oder böse ist, noch sagt er uns, woraus die tatsächlichen Interessen des Menschen bestehen. Es ist die Aufgabe der Ethik, solche Fragen zu beantworten. Zitat Ende. Ich wiederhole diesen Punkt, weil das ist der andere Punkt, von dem ich möchte, dass Sie den unbedingt verstehen heute Abend. Egoismus bedeutet Beschäftigung mit den eigenen Interessen. Mit den eigenen Interessen. Und deswegen sagt Ayn Rand benutzt oft den Begriff rationaler Egoismus und sagt dann direkt danach, dass diese beiden Begriffe redundant sind. Weil für ein rationales Wesen, wie der Mensch das ist, ist nur das Rationale im eigenen Interesse. Das, was irrational ist, widerspricht der Wirklichkeit. Das kann nicht in ihrem Interesse liegen. Es würde bedeuten, dass sie einen Krieg mit der Wirklichkeit anfangen, mit dem Irrationalen. Das ist aber ein Krieg, den der Mensch nicht gewinnen kann, weil die Wirklichkeit keine Befehle von uns entgegennimmt. Was sind jetzt tatsächlich, objektiv, die Interessen eines rationalen Wesens? Nun, es sollte auf der Hand liegen, dass der Mensch rationale Werte verfolgen muss. Wie gesagt, alles andere widerspricht der Wirklichkeit. Nur das, was auch rational ist, was der Wirklichkeit entspricht, kann in deinem Interesse sein und ist daher egoistisch. Jetzt sagen Sie, ja, aber das macht doch jeder, oder nicht? Jeder von uns kennt das Beispiel von Leuten, die nicht mehr ihre Post aufmachen, weil sie Angst haben vor der nächsten Rechnung und glauben, das wäre eine vernünftige Verhaltensweise. Wir wissen, das kann nicht funktionieren. Und doch, es gibt solche Leute, weil Vernunft funktioniert nicht automatisch. Das ist so nicht. Und all das, was ich bisher gesagt habe, glaube ich, sind objektive Tatsachen. Ich halte die nicht mal für besonders kontrovers. Aber Rationalität, meine Damen und Herren, ich bitte, dass Sie mich hier nicht missverstehen. Rationalität bedeutet nicht, dass man seine Gefühle unterdrücken sollte. Das ist damit nicht gemeint. Gefühle sind nur keine Handlungsanleitung. Ja? Einfach danach zu handeln, nur weil mir gerade danach ist, bedeutet nicht, dass diese Handlung auch tatsächlich in meinem Interesse liegt. Nur weil jemand das Gefühl hat, ach, mir war heute so, ich hatte heute hier in meinem Job als Lokomotivführer Lust, mir ordentlich einen anzutrinken. Das ist aber nicht deswegen objektiv in Ihrem Interesse. Ja? Wie gesagt, Rationalität bedeutet nicht, den ganzen Tag Kreuzworträtsel lösen oder höhere Mathematikaufgaben zu lösen. Es bedeutet nur, Ihre Gefühle sind in einem Konflikt oder in einer Situation, wo Sie nicht wissen, was Sie tun sollten, kein Kompass für Ihre Handlungsanleitung. Was ist Nicht-Egoismus? So wie Ayn Rand ihn definiert hat. Was meinen wir nicht mit Egoismus? Mit Egoismus meinen wir nicht, und ich unterstreiche das, meinen wir nicht, andere Menschen sind mir scheißegal, ich kümmere mich einen Scheiß um andere Menschen, ich stoß links und rechts und guck nicht, ist mir alles egal, andere Menschen sind mir Schnuppe. Warum sollte das objektiv in meinem Interesse sein, meine Damen und Herren? Jeder, der übers Kindergartenalter hinaus ist, kann doch sehen, objektiv, dass andere Menschen wirklich in meinem Interesse sind. Der Bäcker um die Ecke ist für mich von großem Interesse. Stellen Sie sich vor, Sie müssten alles selber herstellen, was Sie zum Überleben brauchen. Ich wäre längst erfroren, wenn ich keine Ahnung hätte, wie man Kleidung herstellt. Ja? Der Mensch treibt Handel miteinander. Arbeitsteilung, das ist objektiv für jeden von uns von größtem Interesse. Deswegen ist es absurd zu behaupten, Egoismus würde bedeuten, andere Menschen sind mir völlig egal. Das Gegenteil ist der Fall. Die Tatsache, dass andere Menschen mit mir Handel treiben können, ist von größtem Interesse. Von Dingen wie Freundschaft und Liebe will ich jetzt hier gar nicht anfangen. Es ist offensichtlich, dass andere Menschen einem Egoisten nicht egal sein können.
andere Menschen sind absolut in meinem Interesse. Und wenn ich meinem Interesse nicht nachgehe, kann man mir nicht nachsagen, egoistisch zu sein. Diese beiden Begriffe machen sonst keinen Sinn. Ein gutes Beispiel dafür, was nicht Egoismus ist, was ich aber regelmäßig höre, und ich kann das nicht glauben, dass der Mann das gesagt hat. Nehmen Sie folgende Situation, Sportschau. Ja? Fußballspiel, zwei Stürmer sind durch die gegnerische Abwehr jetzt gebrochen und der eine hat den Ball und spielt den aber nicht zu seinem besser platzierten Mitspieler ab und schießt aufs Tor, Ball geht vorbei, kein Tor, und der Kommentator sagt unweigerlich, oh, da war der Robben aber wieder zu egoistisch. Da können Sie drauf wetten. Ich will jetzt nicht auf dem Robben rumhacken. Aber was wäre denn, was ist das objektive Interesse eines jeden Fußballspielers? Das Spiel zu gewinnen, das ist sein Interesse. Nichts anderes ist in seinem Interesse. Deswegen war die Tatsache, dass er den Ball nicht zu seinem besser platzierten Mitspieler abgegeben hat, war überhaupt nicht in seinem Interesse. Er war überhaupt nicht egoistisch. Das ist eine totale Verdrehung der Begriffe. Das macht überhaupt keinen Sinn, den Begriff so zu verwenden. Oder machen Sie sich den Begriff selbstlose Liebe mal klar, was das bedeuten soll. Selbstlose Liebe, das wird uns als Ideal ständig vorgehalten. Das würde bedeuten, eine Liebe, an der Sie persönlich kein Interesse haben. Ja? Erzählen Sie das mal Ihrer Frau. Sagen Sie mal, ich habe dich nicht aus Interesse geheiratet, sondern aus Mitleid. Ich habe kein Interesse an unserer Ehe hier. Ich opfer mich hier auf bei dir. Ich bin total selbstlos. 112, sage ich. Ich meine, das würde dieser Begriff bedeuten. Machen Sie sich klar, wie verdreht diese Begriffe sind. Mir läuft ein bisschen die Zeit weg, deswegen muss ich jetzt langsam aber sicher zum Ende kommen. Ich habe ganz am Anfang gesagt, das einzige Argument der Sozialisten, und achten Sie mal drauf, das einzige Argument der Sozialisten ist nicht ein wirtschaftliches Argument, sondern ein moralisches Argument. Und man kann die Sozialisten nicht schlagen, wenn man sie nicht auf dem Gebiet schlägt, wo sie geschlagen werden müssen. Auf dem einzigen Argument, auf dem sie seit 150 Jahren rumreiten. Man kann diese Leute, Sozialisten, Faschisten, ganz egal, man kann die nur schlagen, wenn man aufhört, sich selbst als Verfügungsmasse anderer Menschen zu betrachten. Oder sich, wenn man aufhört, den Menschen als Opfertier zu betrachten. Wenn man es als legitime Handlungsweise betrachtet, dass irgendjemandem anders geopfert werden muss. Man kann die Sozialisten nur schlagen, wenn man sagt, mein Leben ist wichtig und ich weigere mich, meine Interessen aufzugeben. Wer nur argumentiert, dass freie Marktwirtschaft, dass Kapitalismus praktisch ist, aber nichts mit Moral zu tun hat, der kann diese Leute nicht schlagen. Lustigerweise ist das genau die Argumentationsweise von zum Beispiel von Mises oder von Milton Friedman. Ich will jetzt nicht auf von Mises rumhacken, weil er ist ein brillanter Wirtschaftswissenschaftler. Aber er sagt ausdrücklich, Ökonomie hat mit Moral nichts zu tun. Und die Sozialisten freuen sich ein Bein aus über so ein Statement. Die sagen, seht ihr, mit Moral haben die nichts zu tun, das ist denen scheißegal. Und so können sie nicht gewinnen, meine Damen und Herren. Sie können nicht gewinnen gegen die Sozialisten, wenn sie davon absehen, auf ihren Rechten zu bestehen. Wenn sie nicht sagen können, ich habe ein Recht auf mein Leben, meine Freiheit, mein Eigentum und mein Streben nach Glück. Stellen Sie sich folgende Situation vor. Sie müssten in einer Fernsehdebatte gegen einen Sozialisten argumentieren. Vor Publikum. Und der Sozialist sagt, ja, aber die Armen und Schwachen, wir werden uns wirklich um die kümmern. Wir bringen die Arbeitslosen in staatliche Beschäftigungsprogramme. Wir verschaffen den Alten höhere Renten. Was sagen Sie dann? Ja, schön und gut, aber ich habe doch auch Rechte. Und was ist mit den Nicht-Armen, mit den Nicht-Alten, mit den Nicht-Schwachen? Die haben doch auch Rechte. Dann sagt der Sozialisten, Scheiß haben die. Die haben ihre Pflicht, den Armen gegenüber zu tun. Was sagen Sie dann? Was ist Ihr Argument dann? Sagen Sie dann, ja, aber der Durchschnittsarbeiter in der Metallindustrie hatte in Westdeutschland 50% mehr Lohn als in Ostdeutschland?
Glaubt ihr, das interessiert irgendwen? Das versuchen wir seit 150 Jahren und es funktioniert nicht, meine Damen und Herren. Wenn Sie diese Leute schlagen wollen, nicht, dass Sie einen Sozialisten überzeugen könnten, das war nicht mein Punkt jetzt, sondern die Leute im Publikum, die müssen Sie überzeugen. Und die Leute merken immer, wenn man einer Frage ausweicht, nichts ist so peinlich wie ein Politiker, der sich auf seinem Sitz hin und her windet, weil er sich nicht traut, eine bestimmte Frage, die ihm gestellt wurde, zu beantworten. Die Leute merken das. Die wissen, oh, das war jetzt aber eine peinliche Antwort. Ne? Diese Leute, die Sozialisten, interessiert doch einen Scheiß, wer wie viel Geld in der Tasche hat. Diese Leute begehen millionenfachen Massenmord. Die können sie nicht mit einer Statistik beeindrucken. Denken Sie dran, was der Altruismus von Ihnen verlangt. Verlangt von Ihnen, Ihre Werte zu opfern. Denken Sie an all die Dinge, die Sie lieben. Denken Sie an Ihre Frau, an Ihre Kinder, an Ihre Arbeit. Und denken Sie dran, dass der Altruismus Sie auffordert, diese Dinge zu opfern, darauf zu verzichten. Und ein Zitat von Ayn Rand. Ihr habt Furcht als Waffe gebraucht, um den Menschen den Tod als Strafe für die Ablehnung eurer Moral gebracht. Wir bieten ihm das Leben als Belohnung für die Annahme der unseren. Ihr sucht dem Leid zu entfliehen. Wir suchen die Verwirklichung des Glücks. Ihr lebt, um Bestrafung zu vermeiden. Wir leben, um unseren Lohn zu verdienen. Drohungen lassen uns kalt. Angst ist nicht unser Antrieb. Wir wollen nicht den Tod vermeiden, sondern unser Leben leben. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, das ist das, was Ayn Rands Ethik Ihnen anbietet. Mit einer Durchschlags- und Überzeugungskraft wie eine Granate. Ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, dass wir dieses wunderschöne neue erschienene Buch heute zum Sonderpreis verkaufen. Wie gesagt, ich erwarte nicht, dass ich Sie heute Abend davon überzeugt habe, dass nur der Egoismus funktioniert und dass nur der Egoismus gut ist. Das will ich mir gar nicht ausmalen in einer Dreiviertelstunde. Ich hoffe, dass Sie eine ungefähre Ahnung bekommen haben, wie Ayn Rand argumentiert. Und gleich ist noch reichlich Zeit für Fragen, wenn es denn welche gibt. Ich glaube, ich liege einigermaßen in der Zeit. Deswegen möchte ich noch ein letztes Zitat von Ayn Rand. Ja. Vielleicht kurz noch mal das Zitat davor wiederholen. Das von gerade? Ja. Gerne. Zitat. Ihr habt Furcht als Waffe gebraucht, um den Menschen... und dem Menschen den Tod als Strafe für die Ablehnung eurer Moral gebracht. Wir bieten ihm das Leben als Belohnung für die Annahme der unseren. Ihr sucht dem Leid zu entfliehen. Wir suchen die Verwirklichung des Glücks. Ihr lebt, um Bestrafung zu vermeiden. Wir leben, um unseren Lohn zu verdienen. Drohungen lassen uns kalt. Angst ist nicht unser Antrieb. Wir wollen nicht den Tod vermeiden, sondern unser Leben leben. Danke. Letztes Zitat und dann haben Sie es geschafft. Zitat. Wenn Menschen friedlich miteinander leben wollen, müssen sie das Prinzip anerkennen, dass jeder Mensch Rechte hat, die andere Menschen nicht verletzen dürfen. Dass der Mensch das Recht hat, für sich selbst zu leben und sein eigenes Glück zu suchen. Dass er ein Selbstzweck und kein Mittel zum Zweck für andere ist. Für niemand anderen. Sei er nun groß oder klein, stark oder schwach. Nicht als Kanonenfutter, und nicht als Arbeitsdrohne für den Feudalherren, den König, den Kaiser oder die Kinder von Sozialhilfeempfängern. Zitat Ende. Dankeschön fürs Zuhören. Wenn das dein erster Vortrag war, bin ich auf den zweiten gespannt.